schönen Montagmorgen aus der Sportnews-Redaktion. Das sind die Themen des heutigen Tages. In der Fußball-Oberliga wurde gestern der zweite Spieltag ausgetragen. Im Duell zwischen St. Martin und dem SSV Brixen behielten die Passeierer dank dieses Treffers von Daniel Landtaler mit 1:0 die Oberhand. Ein eigenartiges Spiel gewesen. Hektisch davor. Trotzdem viele Torschüsse auf beiden Seiten. Eigentlich komisch, dass es leider so ausgegangen ist. Eigentlich könnte viel härteres Resultat rauskommen bis zuletzt. Der Bozner FC setzte sich hingegen 2:0 gegen Arntal durch. Hier das 1:0 durch Fabio Bertoldi und auch das 2:0 kurz vor Schluss ging auf das Konto des pfeilschnellen Angreifers aus Salurn. Die weiteren Ergebnisse: Calcio Chiese-Lavis 1:0, Epana Linze 2:3, Mezzo Corona, Virtus Bozen 0:3, Mori Comano 2:1, St. Giorgio Rotaliana ebenfalls 2:1 und Tramin Naturns 1:4. Die Naturnser mit 2 Siegen ungefährdeter Tabellenführer. Auch in der Landesliga stand der zweite Spieltag auf dem Programm. Im Spitzenspiel der Runde zwischen Obermais und St. Pauls gab es ein 1:1 Unentschieden. Ortner brachte die Hausherren vor der Pause in Führung. Doch Obrist hatte nur 2 Minuten später die passende Antwort parat und glich aus. Wir haben ja ein bisschen mehr Torschancen gehabt als der Gegner. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Vom Spielerischen her haben sich die Mannschaften nicht so viel gelassen spielen. Vielleicht haben wir auch zu wenig Geduld gehabt, um ein bisschen mehr zu spielen. Aber wir haben eindeutig mehr Torschancen gehabt und die müssen wir halt machen. Auch hier die gesammelten Ergebnisse. Latsch, Weinstraße Süd 1:4, Natzstegen 3:2, Latz von Sverdingsblose 1:0, Milland Lana 0:5, Bartschins Bozner Boden 4:2, Salurn Schlern 0:2 und Voran Leifers und SC Passaier trennten sich 1:1 unentschieden. Auch der FC Südtirol ist gestern in die Meisterschaft gestartet und die Weiß-Roten taten dies mit einem 1:0 Auswärtssieg bei Albino Leffe. Den einzigen Treffer des Tages, den erzielte Pier Giuseppe Maritato vom Elfmeterpunkt. Wir wechseln die Sportart und kommen zum Handball. Die Weiß-Roten setzten sich am Samstagabend 28:27 gegen Bressano durch. Damit holten sich die Weiß-Roten nach Pokal und Meisterschaft das Triple. Für den SSV Bozen war es der zweite Gewinn des Supercups nach 2013. Es ist zum Schluss also sehr eng geworden, aber es ist ein Finale. Es war ein erwartet hartes Spiel. Die Theorie ist allem eine Sache und die Praxis schaut anders aus. Das haben wir heute gesehen. Und man hat gesehen, wenn die Abwehr steht, dann sind wir 3, 4, 5 schnelle Angriffe und es steht 2, 3 für uns. Und wenn wir hinten den Ball nicht zu fassen kriegen, dann schaut das halt so aus, wie es heute ausgeschaut hat. 2 Testspielsiege feierten 2 Südtiroler Eishockeyclubs. Der HCB Südtirol setzte sich gestern Abend im Lino Trinetti Memorial Match 2:0 gegen Asiago durch und der HC Pustertal, der nahm erfolgreich Revanche für die 1:6 Pleite gegen den SC Riesersee. In Garmisch-Partenkirchen gewannen die Wölfe mit 4:3 nach Penaltyschießen. Zum Abschluss noch eine Erfolgsmeldung von der U16 Kletter-WM in Arco. Der Gröner David Picol-Ruatz gewann die Goldmedaille in der Kombination. Hier wurden die Ergebnisse aus dem Bouldern bzw. dem Lead- und Speed-Bewerb zusammengezählt. Das war's auch schon wieder von uns hier aus der Sportnews-Redaktion. Aktuelle Informationen zum Tagesgeschehen in der Südtiroler Sportwelt, die gibt es natürlich wie immer auf unserem Portal www.sportnews.bz. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen. Und bleiben Sie sportlich.